Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Der Teasy ist zurück. Und diesmal mit einem kleinen Let's Test. In mehreren Sprachen werde ich euch das vorspielen. Ich werde beginnen mit Russisch, ist ja klar. Italienisch dann mit meiner Zweitsprache. Und natürlich Französisch. Alles, wir wollen das alle hören. Es ist das Spiel Moonen von Dedelic Entertainment. Und ist natürlich Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Also, ich spiele es natürlich nur in Deutsch vor. Ich will ja hier irgendwie die Ohren ganz kaputt machen. Also, ich werde euch das Spiel Moonen vorstellen. Kommt von Daedalic Entertainment. Ihr kennt Daedalic Entertainment, ne? Deponia zum Beispiel. Die ganze Deponia-Reihe kommt von den Damen und Herren. Oh, da steht's auch nochmal. Ganz schön laut. Goira Presents. Also, Edna bricht aus, war ein weiteres Spiel von denen. Ne? Deponia hatte gerade schon gesagt, The Whispered World. All solche. Gomo natürlich. Blackguards. Gomo habe ich selber gespielt. Oh, rede hier und. Zwei Raben auf Odins Schultern sitzen, doch der Morgen trägt sie nach Midgard, um alles Treiben der Menschen dort zu sehen, als Hugin und Munin Tag um Ehre. Was? Wie? Von Loki zum Sterblichen gemacht, fliegt Munin Odins Erinnerungen. Nicht mehr, was? Midgard bis Asgard. Neun sind's im Baum, dem Rahmen, neun Welten, wo Federn fielen. Hallo? Überhaupt nichts verstanden. Vielleicht guckt euch das einfach nochmal an, dann, wenn's als Video da ist. Ich mache hier einen Let's Test draus. Das ist auch tatsächlich nur die Demo-Version. Einfach, um mal zu gucken, was das ist. Und irgendwie sieht das jetzt schon wieder richtig geil aus. Gefällt mir richtig gut. Dedelic sind natürlich schon bekannt für qualitative Werke und Spiele aus Hamburg. Hallo an dieser Stelle hier von Tisi aus Hamburg an Dedelic in Hamburg. Die machen jetzt ja auch ein Büro in Düsseldorf auf, um da Kapazitäten und neue Energie freizusetzen. Aber wir kommen jetzt erstmal zu diesem Spiel, nämlich Moonen. Das ist ein Puzzlespiel, ist im Juni, ich glaube Anfang Juni, irgendwie released worden für PC und Mac. Sogenannter Puzzle-Performer. Jetzt gucken wir erstmal den Einspruch. Oh, das ist ja gut gemacht. Ich mag ja solche gezeichneten Geschichten. Jetzt drehen wir erstmal ein bisschen an der Musiklautstärke hier. 0 ist vielleicht übertrieben. 2 im Hintergrund geht, ne? Hintergrundgeräusche ein bisschen lauter, Effektlautstärke darf schon hervorstechen, oder? Wir testen es einfach mal. Die Auflösung seht ihr auch in Deutsch. Ne, mir erscheint das ein bisschen laut. Rechte Maustaste, kann man runter. Aha, alles klar. Aber schön gemacht, ne? Also, alles bewegt sich irgendwie. Ich mag die Art, wie das gezeichnet wurde. Hab selbst ja die Deponia-Reihe gespielt, für mich privat natürlich, Deponia 1 und 2. Goodbye Deponia habe ich noch nicht zu meiner Schande gespielt. Ja, ich bin halt einfach noch nicht dazu gekommen. So, Kapitelübersicht machen wir am Schluss nochmal. Wir wollen es ja nicht spoilern. Wir gucken mal, wie lange das geht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das in 1 durchspiele oder ob ich da 1, 2, 3 Teile draus mache. Muss ich mal gucken. Im Zweifel machen wir das einfach und beginnen jetzt einfach mal. Sollte es mir richtig gut gefallen, dann mache ich daraus einfach ein richtiges Let's Play. Aber selbst wenn es ein Let's Test bleibt, ist das einfach ja kein schlechtes Qualitätsmerkmal, sondern das war ja so geplant. So, wir sehen hier natürlich auch Runen, so wie das S hier, neues Spiel. Ich bitte da nicht wieder irgendwie schnappatmungsartig darüber herzufallen. Das ist eben so, das passt sich in diesen Spielfluss ein. Und so hat man eben in Midgard wohl die Buchstaben geschrieben. Also alles in allem natürlich harmlos, kein politisches Spiel. Also Leute, spart euch so eine Kommentare. Macht keinen Sinn. Der Spielspaß steht im Vordergrund. So, jetzt genug gequatscht. Hello? Mit A und D kann ich mich bewegen. Ich bin wohl das Figürchen da unten links.
A nach links, D nach rechts. Da fliegt ein Vogel. Ist das ein Rabe? Raben sind ja auch Seelenträger, also von Seelen, die noch was auf der Erde zu erledigen haben. Ne, wer kennt den Film The Crow? Ein ziemlich alter Film schon. Habe ich damals, als ich jung war, im Kino gesehen, als er rauskam. Hat mir sehr gefallen damals. Heute kommt das nicht mehr so ganz, aber egal. So, mit der linken Maustaste soll ich etwas tun. Oh. Ah ja, das war auch im Trailer zu sehen. Ich kann also mit der linken Maustaste die Landschaft verändern, um ein Ergebnis zu erzielen. Das heißt, wir gehen da mal hin. Und ich muss wahrscheinlich da hinten rechts hin, wo dieses. Ich weiß noch nicht, was das ist, ein Blatt. Soll der das bekommen hier? Ach, ich kann hier alle drei Fenster. Guck mal, hier sind drei Bereiche, die ich bewegen kann. Und zwar kann ich das immer nur bewegen, wenn ich mich in diesem Bereich be nicht befinde. Aha. Nicht schlecht. Okay. Ich versuche mal dahin zu gehen. Nein, ich gehe da jetzt nicht hin. Doch, nein. Ich muss ja mit A und D gehen. Ach, das kann ich gar nicht, weil hier ist ein Berg dazwischen. Ich dachte, der ist im Hintergrund. Dann machen wir mal Folgendes. Wir machen die Landschaft platt. Das gleiche machen wir. Nein, machen wir das hier auch? Nee, das geht nicht. Das auch nicht. Okay. Oh. Sollte der mich jetzt mitnehmen? Okay, der bringt mich also zu meiner nächsten Aufgabe. Nicht schlecht. Guck mal, auch die Höhlengeräusche im Hintergrund. Gut, dass ich sie nicht zu laut gemacht habe. Drei Federn oder so müssen wir einsammeln. Ach ja, über Federn wurde auch im Text gesprochen am Anfang. Hier darf ich wahrscheinlich gar nicht rein, ne? Space. Or right Mouse. Also Space ist Jump oder rechte Maus. Okay. Ich habe Space benutzt, geht auch. Rechte Maustaste kenne ich aus Ego-Shootern oder Dishonored. So, jetzt müssen wir erstmal eine Brücke bauen. Damit erreichen wir tatsächlich eins von dreien. Dann gehe ich hier mal hoch. Ich weiß noch nicht, was das da drunter ist. Steuerung ist mit WASD, habt ihr gerade gesehen, hat er angezeigt. Jetzt muss ich mir noch Gedanken machen. Ah ja. Okay, das war noch nicht so schwer. Also bisher gefällt es mir echt gut, muss schon sagen. Guck mal, auch die Stimmung jeweils in der Höhle natürlich düster, Wasser plätschert und so schwere Musik. Und jetzt an der Stelle hier, ja, fröhlich, freundlich, Vögel zwitschern, die Sonne scheint. Oh, ich liebe solche Landschaften mit Wasser. Das ist einfach, Leute, echt, das ist einfach der Hammer. Okay, ich kann irgendwas. Oh, es bewegen sich zwei jetzt schon. Okay, das ist mir zu hoch. Damit ist das Spiel beendet, meine Freunde. Tschüss, bis zum nächsten Mal. War natürlich ein Witz. Warte mal, nee, ich muss zurück und da ist eine Leiter. Ich mach das mal so. Ich fange mal so an. Vielleicht muss man da von oben kommen. Nämlich genau so. Oh, die Musik herrlich, die Vögel zwitschern. Ich bin begeistert. Okay, da kann ich durch. Das ist eine Leiter. Da komme ich auch durch. Kann ich da einfach jetzt runterfallen? Ich brauche einen Arzt. Wer ist hier Arzt? Okay, nochmal. Okay, das muss man halt lernen, ne? Dafür ist es halt ein Demo. La 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 la. Also gefällt mir jetzt schon. Gefällt mir jetzt schon. Aber jetzt dreht sich das. Oh Mann, oh Mann. So, und da hoch. Ach, er kann zwar springen. Ach doch. Er oder sie. Wahrscheinlich aufgrund der Mythologie-Geschichten und so. Wahrscheinlich näher. Ach, er geht nicht höher. Okay, ich stelle mich jetzt hier hin. Ich kann. Ah. Ich vermute was. Nee, ich vermute nix. Oh. Warum sollte das jetzt so der Weg sein? Und warum ist das jetzt hier offen? Kommen wir nicht an die Leiter ran. Das bringt ja gar nichts. Da ist eine Leiter von vorhin. Nee, das ist noch nicht so richtig. Und das auch nicht. Okay, das nützt mir auch nichts.
Oha. Oha, da komme ich nicht hin. Da komme ich jetzt hin, aber das nützt mir nichts, weil ich komme nicht runter. Und wenn ich das... Ich kann ja nicht drehen, wenn ich drin bin. Das geht nicht. Okay, warte mal. Ich vermute, weil irgendwie mit der Leiter muss das was zu tun haben hier. So, das Feuer ist unten. Aber ich komme da nicht rüber, ne? Ich komme da rüber. Da komme ich nicht durch. Da komme ich durch. Aber kann ich so tief fallen? Ich probiere es einfach mal. Oh, ich schwebe. Es geht. Ja, Leute, ich hab's geschafft. Bin ja begeistert. Oha. Also jetzt ist die Frage, ist das eine Geschichte, die jetzt hier dargestellt wird, die am Anfang erzählt wurde? Oder ist das jetzt, weil es eine Demo ist, immer ein Sprung zwischen den einzelnen Bereichen, sodass man irgendwie das Spiel kennenlernt? Oh. Jetzt wird es aber wirklich haarig. Jetzt muss ich auch noch Runen zusammensetzen, hier, die zusammenpassen. Alter Verwalter. Wo muss ich denn hin? Da. Und was, warum leuchten die Dinger jetzt? Und da und da. So, da komme ich nicht lang. Da komme ich jetzt auch nicht mehr lang. So, da bewegt sich was. Wahrscheinlich, um da hochzukommen. Da ist eine Leiter. Ich teste das mal. Komm. Komm. Keule. Mann. Schade. Ja. Na, bleibst du oben? So, jetzt ist die Frage, wenn ich da raufspringe, um dann gleich wieder hoch zu springen. Hallo, wo ist denn das Blatt? Hä, war das hier nicht eben noch? Ach, das verändert seinen Standort. Wo ist denn das denn jetzt? Okay, das funktioniert schon mal nicht. So war das vorhin. Da war das Blatt vorhin. Jetzt ist es aber weg, weil wir irgendwas deaktiviert haben. Ich muss es wieder aktivieren. Nee, das war es nicht. Das auch nicht. Hier. Ach du Kacke. Da sind also die Blätter in anderen Dimensionen versteckt. Da kriegst du die Tür nicht zu, ey. Boah. Jetzt verschwinden die Blätter wieder. Uiuiuiuiui. Freunde der Nacht. Ja, das nützt mir aber nichts. Kommen wir nicht da hoch. Da komme ich auch nicht hin. Wenn ich jetzt da hingehe. Nein. Juhu, wir haben... Was? Was ist das denn? Ist jetzt eine Rune kaputt gegangen, oder was? Also, wir haben Nummer 1. Das ist schon mal schön. Da hinten befinden sich noch zwei weitere. Da komme ich nicht hin. Das nützt mir nichts. Da ist die eine versteckt. Und da hinten die andere jetzt. Alter Verwalter, kann ich hier unten irgendwas? Nee. Okay, das geht nicht. Nützt mir nichts, scheint aber richtig zu sein. Nee, okay, aber das scheint richtig zu sein. Ich muss da erstmal rauf. Ich kann ja diesen hier machen. Siehst du wohl? Yeah. Groovy! Oh, da ist wieder was kaputt gegangen. So, wo ist jetzt... Nee, die ist es nicht. Das ist die hier. Okay, aber da komme ich... Ich glaube, ich muss erstmal wieder zurück, ne?
Ich versuch's erstmal. Okay, da war sie eben. Warte mal, dann stelle ich das mal ein. Nee, das wird nix. Oha. Noch eine. Oh, da komme ich nicht durch. Alter, wird ja immer mehr. Aber ich komme an beide nicht ran. Okay, beide wieder weg. Beide wieder da. Nützt mir nichts. Ich muss erst an eine rankommen. Und zwar wahrscheinlich so. Und dann da runter springen. Also darüber. Mist. Gut nicht. Yeah. So. Jetzt darüber. Hehe. shit. Früh gefreut. Da komme ich ja nicht hoch. Nee, okay, da nochmal wieder zurück. So, dahin. Ja! Tada! Oha. In der Hölle und die Lava fließt. Bewegt die sich physikalisch mit? Oh ja, oh, 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 oh. Nein! Hab ich nicht gesehen! Okay. Ja! Läuft die einfach unendlich weiter? Ah, ist ja toll gemacht. Also gefällt mir gut. Schöne Rätsel. Echt super Sachen. So, da komme ich jetzt erstmal nicht ran. Da auch nicht. Warte mal, kann ich mich da irgendwo... Nee, kann ich nicht. Hier kann ich mich reinstellen. Ah, schnell weg. So, hier war doch irgendwo... Ajo, aber das fließt weg. Hier, die scheint unendlich zu laufen, aber die fließt ab hier. Ah ne, bis zum Mittelpunkt, alles klar. So, das heißt, schnell drehen, holen, weg. So, mal abfließen lassen, weil vielleicht brauche ich da mal ein bisschen Platz. Und zwar so. Ne, ich muss da oben tatsächlich rein, ey. Und ich kann ja nicht drehen... Wo ich drin stehe, okay. Machen wir das mal. Das dreht sich auch nicht andersrum. Okay, das ist immer noch nicht so richtig. Das bringt auch nichts. Oh, das aber auch nicht. Shit, shit, shit. Wie finde ich jetzt da den richtigen Weg? Oh, da wäre... Oh, aha. Aha, okay, die auch noch. Also die kriege ich nur über oben. Nur über oben. Ja, wie clever. Und wie komme ich nach oben? Achso, das soll eine Leiter sein. Oh, cheesy, ey. Du bist ein Dödel. Okay, holen wir uns erstmal die. Treten einen Schritt zurück. Und greifen uns die. Ja! Ich bin begeistert. Also, Leute. Das ist ein super Spiel. Also, das kann ich nur empfehlen. Also, wer Rätsel mag, so kleine Rätsel, die nicht ewig dauern, wo man sich frustrierend irgendwann den Kopf hier, ne, und so gegen die Tischkante und so. Ich lass das einfach mal laufen. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Was soll das? Ist ein Demo eben. Let's test. Kann man das gerne mal... Was? Alter! Hau ab! Wie oft kommt... Da kommt noch einer. Boah, lauf halt mal schön nach unten. So. Aha, die kommen immer wieder da oben raus. Da ist ein Blatt. Komm ich da so ran?
ohne dass ich da gleich krepiere? Nee, komme ich nicht ran. Okay, muss ich mir überlegen. Kann ich da hochlaufen? Nee, wäre auch zu einfach, ne? Nee, wäre zu einfach. Okay, pass mal auf, ich stehe jetzt hier. Ich hole mir dieses Blatt. Gehe da hoch. Und habe wie immer keine Ahnung. So, warte mal, was ist das? Okay, das geht nicht. Kopf weg. Ja, schon besser. Aber komme ich immer noch nicht ran. Ah, nee, ich stehe dazwischen. Ah, das ist ärgerlich. So, nochmal. Da vielleicht? Komme ich da hoch? Komme ich da nicht hoch? Nee. Okay, das sieht eher so aus, dass ich nachher da oben hin müsste. Also da drehen sich beide. Okay, da bin ich geschützt. Das könnte jetzt etwas länger dauern, Leute. Hä? Achso, der hat sich auch mitgedreht. Ach, die können nicht. Okay. Shit. Ah. Den kann ich... Also... Ah, den kann ich sogar... ich meine, da kann ich sogar rauf. Ah. Yeah. Okay. Das hat was. Also, wir kommen ja auch noch Hilfe. Na, B-A-S-D. Bisschen hakelig noch. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich muss da oben hin. Also, in dem Sinne... Ach, du Kacke. Ah, Mist, jetzt brauche ich hier den Ball, ne? Kann das sein? Okay, lass mir mal einen neuen bringen. Weil den lassen wir jetzt mal... Scheiße. Den lassen wir jetzt mal nach unten fallen. Und jetzt kommt da oben gleich ein neuer raus. Den. Nein! Nein! Freunde, habt ihr das nicht bedacht? Dass wenn ich hier hängen bleibe... Achso, oh, Entschuldigung. Nein, da war der Teasy etwas kurzsichtig. Also. Nochmal da hoch. Vorhin schön vorsichtig. Das gedreht. Nein, ach Mann. wo steht er denn da? Okay. Also nochmal. War jetzt ein Userfehler, ne? Habt ihr gemerkt. So, das geht nicht, weil da stehe ich noch im Weg. Immer noch. So, das wollte ich ja so machen. So, und das so. Und das jetzt so, genau. Lalalala. So, und somit haben wir das. Ah. Tada, überbrückt. Alter Schwede, noch zwei. Bam. Achso, wenn der da runterfällt, kann ich das auch. Ja, super. Ob das jetzt so gewollt war, weiß ich noch nicht. Aber es sieht so aus, weil, guck mal da. Nein, komm, bleib hier. Stopp. Alter. Stopp. Naja, kommt ja wieder einer nach. Plom. Oh. Oh. Was war das denn? Alter. Nö, nicht ganz von vorne. Leute, ich hatte gerade den letzten.
Oh, ich kriege einen Föhn. Kriege ich das jetzt wieder hin? Ich weiß es noch nicht. WASD. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Shit. Mist. Hä? Ah, das ist jetzt gerade wieder ein bisschen ärgerlich, muss ich ja mal sagen. Das geht nicht. Warte, ich muss das erst anders machen. Ich muss erst an den anderen ran. Oh Mann, ey. Ja, sorry, Freunde. Ach, nee, da war ich etwas... Gut, ich konnte nicht wissen, dass ich da voll weggesmasht werde. Also habe ich jetzt nicht mit gerechnet, so rum. Ja, yippie. Okay. Folgendes, mal hier aufmachen. Oh oh. Das ist ja gut. So. Oh, da oben den kann ich auch gleich mitnehmen. Dann. Kurz anstupsen. Springen. Springen. Alter, bleib hier. Mist. Muss ich den anderen erstmal runterschubsen. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Okay, egal. Immerhin, so zurück. Zack. Zack. So, kommt der nächste. Gerade rum. So. Vorsichtig nach da. Stopp. Alter. Also das mit der Steuerung. Nein. Okay, nicht da unterstellen. Könnte ungesund sein. Alter. Nee. Am Stock. Komm mal. So ist nicht wahr, oder? Ist doch alles nicht wahr. Shitkram. Das ist doch doof. Guck mal, jetzt trage ich den die ganze Zeit mit mir rum hier. So ein Mist. Okay, wir müssen da wieder rüber. Ja, jetzt hole ich mir das mit denen hier. So, habt ihr wahrscheinlich schon lange gesehen. Und das hier auch. Oh Mann, ich wäre jetzt schon wieder fertig. Schon dreimal, ey. Mindestens. Okay, da hoch. Da hoch. Aber wie komme ich da rüber jetzt? Leute, ich sehe es nicht. Ich bin aber hier oben falsch auf jeden Fall. So. Na. Alter, geh hoch da. So. Oh. Nee, nützt mir auch nichts. Nützt mir nichts. Ist das vielleicht irgendwie so eine... Naja, wie soll ich sagen? Dass es nicht funktioniert an der Stelle. Oh, schade, dass man sich nicht mitdrehen kann. Guck mal, jetzt bin ich hier gefangen. Ich muss nochmal anfangen. Oh, das ist ja ärgerlich. Hat man hier kein Reset oder sowas? Ja. Müsst ihr halt nochmal ertragen. Oder skippen, wenn ihr wollt. Sorry, Freunde. So. Das war jetzt echt doof. Okay, dafür kriegen wir die jetzt. Na los, geh hin da. Bisschen schneller.
Mann, diese Hitze heute hier, die macht mir echt zu schaffen. Wir haben ja dieses endlos heiße Wochenende im Moment. Ist ja kaum auszuhalten. So, um diese Bälle muss ich mich jetzt mal gleich ein bisschen genauer bemühen. So, da hätten wir nämlich so einen. Den muss ich jetzt aber nach da hinten schicken, weil hier oben das Ding ist jetzt ja weg, ne? Ich sehe es nicht. Oder kommt das jetzt gleich erstmal? Alles klar, das hätten wir auch. Kladderung. So, zack. Ja, das muss noch da, okay. Hier. Nee, klappt noch nicht. Doch hier. Nee, ich will es nicht riskieren. Da falle ich nachher da runter. Falle ich lieber erstmal hier runter. Muss aufpassen, dass da oben kein Ball rausgeschossen kommt. Boah, Mensch, dritter Versuch und endlich geschafft. Tja, Freunde, wenn man einigermaßen fit ist, nicht so wie ich, 25 Minuten, ohne Gesappel vorneweg, kann man die Demo durchspielen und mal testen, ob das gut ist. Ich muss mir ernsthaft überlegen, das weiterzuspielen. Mir hat es echt gefallen. Also diese Ritzelei, das ist sogar was für Kinder. Also ist nicht abwertend gemeint, sondern wäre auch was für meine Kinder. Ne? Also von daher sind die Rätsel machbar. Man muss schon ein bisschen überlegen, ein bisschen vorausdenken. Aber der Delic, wie immer, hochwertig, qualitativ, einfach super. Das kann man so ziemlich für jedes Projekt ja bei der Delic dann auch unterstreichen. Und ihr seht da so ein paar Spoilerbilder, ein paar Fotos aus den Leveln, die noch kommen. Da scheint also noch einiges machbar zu sein. Ob das jetzt hier tatsächlich ein Monster ist, welches ins Spiel eingreift oder nur ein Hintergrund, so wie hier. Das weiß ich natürlich auch noch nicht. Guck mal, hier ist sogar mit Flüssigkeiten anscheinend. Das sieht aus, als würde da Wasser drinnen schwappen. Ich liebe ja Krähen, ne? Also Krähen sind ja eigentlich schöne Wesen. Intelligente im Übrigen auch. Was wollte ich? Achso, Kapitelübersicht wollte ich mal angucken. Ach, gesperrt. Grün. Alles grün hier, das ist die Kapitelübersicht. Munin, Kapitel spielen. Aha, okay, ihr könnt ja mal durchzählen, wie viele da sind. 10, 11, 12. Okay, wir haben also gerade Kapitel Munin gespielt, so wie das Spiel dann auch heißt. Schauen jetzt natürlich mal in die Credits. Hallo? Credits? Credits! Schade, Credits gehen wohl noch nicht. Vielleicht kommen die erst am Ende. Einstellung nochmal. Nichts weiter hat sich verändert, nö. Tja. Also Freunde, Munin, meine Empfehlung hat es auf jeden Fall, mir hat Spaß gemacht, kurzweilige halbe Stunde eben, völlig blind gespielt, noch nie irgendwie versucht, muss man auch nicht, weil ist irgendwie alles schaffbar. Ne? Also meine Empfehlung hat es, ich sag's ja schon gerade. Also kauft das Spiel gerne, kostet glaube ich zurzeit 6,49 € bei Steam, ist also machbar, auch für die Damen und Herren Schüler unter uns, die da noch über kein eigenes Geld verfügen. Das Taschengeld reicht allemal dafür. Vielleicht gibt es auch mal eine Aktion. In diesem Sinne, liebe Freunde, mehr kann ich hier irgendwie noch nicht zeigen. Neues Spiel machen wir nicht. Hatten wir gerade gesehen. Eine schöne Runde. Vielen Dank, der Delic, an dieser Stelle. Vielen Dank von und nach Hamburg. Wir sehen uns eventuell bei einem Let's Play zu diesem Spiel oder natürlich zu einem weiteren Let's Test eines anderen Produkts von euch. Bis dahin, liebe Freunde, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Tschüss, sagt der Teasy. Ja, möchte ich wirklich verlassen, Freunde. Bis dahin, tschüss.